Ja, dann herzlich willkommen zurück. Ich freue mich, dass wir noch nicht allzu viele Leute von Ihnen vergrault haben. Freue mich, dass Sie alle wiedergekommen sind. Zweite Ausgabe Vorlesung Grundlagen der automatischen Spracherkennung. Was machen wir heute? Heute machen wir da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Wir schauen uns an Taxonomie von Sprache. Wie kann ich Sprache einordnen? Und dann, was für Arten von Spracherkennungssystemen kann ich daraus ableiten. Wir werden uns ein bisschen beschäftigen mit der Frage, warum ist automatische Spracherkennung überhaupt schwierig? Warum ist das ein kompliziertes Problem? Dann werden wir ein kleines Experiment machen und dieses Experiment verdeutlicht zum Beispiel, warum wir Menschen Spracherkennung so gut können und warum im Umkehrschluss unter Umständen die Maschine Spracherkennung so schlecht kann. Und dann werden wir uns als letztes großes Thema damit beschäftigen, wie produziert der Mensch überhaupt menschliche Sprache, weil die Idee dahinter ist, dass wenn wir wissen, wie wir Sprache produzieren, wir hoffentlich auch in der Lage sind, ein besseres System für Spracherkennung zu bauen, mit dem wir dann Sprache auch erkennen können, weil wir wissen, wie das Signal zusammengesetzt ist, welche bestimmten Eigenschaften in diesem Signal vorhanden sein werden. Da waren wir letztes Mal stehen geblieben. Wir hatten Sprache eingeteilt in drei Ebenen: Einzelkommandos, künstliche Sprachen, natürliche Sprachen. Bei natürlichen Sprachen, insbesondere von leicht nach schwierig, gelesene Sprache, geplante Sprache und ungeplante Sprache. Und man kann sich schon so ungefähr vorstellen, dass so im Groben auch die Aufgabe, ein Spracherkennungssystem für solche Arten von Sprachen zu bauen, je weiter ich nach unten gehe, desto schwieriger wird es. Wobei das Ganze immer so ein bisschen nur eine grobe Abschätzung ist, denn je nachdem, wie dann die Details sind, kann das eine oder das andere auch mal schwierig sein. Zum Beispiel bei Einzelkommandos kann ich mir durchaus vorstellen, dass wenn zu den Einzelkommandos gehört, dass man dann Städtenamen eingibt, das unter Umständen eine sehr schwierige Aufgabe sein kann, weil es sehr viele Städtenamen gibt, die zum Teil auch noch sehr, sehr ähnlich miteinander sind, während wenn ich eine künstliche Sprache habe, die halt ein kleines Vokabular hat und wo die Wörter nicht ähnlich klingen, kann das durchaus leichter sein als so ein Einzelkommando. Und in Abhängigkeit von der Art der Sprache gibt es dann noch ein paar andere Dimensionen, mit denen ich dann beschreiben kann, wie das Spracherkennungssystem, mit dem ich arbeite, strukturiert ist, beschaffen ist. Da gibt es halt zum einen die Frage, um welche Art von Sprache handelt es sich, aber auch andere Faktoren, die jetzt vielleicht so beim Menschen, der Sprache erkennt, nicht ganz so wichtig sind. Da wäre zum Beispiel die Sprecherabhängigkeit. Spracherkennungssysteme kann man immer noch weiterhin so einteilen, für wie viele Sprecher sind sie gedacht, sind sie geeignet. Am Anfang, ganz am Anfang, als man Spracherkennungssysteme gebaut hat, konnte man nur sprecherabhängige Systeme trainieren. Das waren dann Systeme, die nur Sprache von einem einzigen Sprecher erkennen konnten. Solche Systeme baut man zum Teil heutzutage immer noch. Der Grund ist einfach, dass die dann immer noch besser funktionieren als ein sprecherunabhängiges System, wenn ich mich ganz genau auf einen Sprecher zuschneidern kann. Wieder Beispiel von früher, Arztberichte. Da kann ich es mir leisten, ein Spracherkennungssystem zu bauen, das nur für diesen einen Arzt geeignet ist, weil dieser eine Arzt wird so viel Daten produzieren, so viel Datenvolumen bringen und es ist so wichtig, dass ich den korrekt erkenne, dass sich da der Aufwand lohnt. Dann gibt es die nächste Stufe, ist die geschlossene Sprechermenge. Das heißt, ich habe ein Spracherkennungssystem, das ist für eine bestimmte Menge von bekannten Sprechern geeignet. Können zum Beispiel 20, 30 Sprecher drin sein und für diese 20, 30 Sprecher funktioniert das Spracherkennungssystem besonders gut und ein Sprecher außerhalb dieser Menge wird eher schlecht erkannt werden. Was wäre so ein typisches Beispiel? Wo hätte ich eine Menge von überschaubar vielen Sprechern, die ich vielleicht erkennen möchte? Beispielsweise. Nachrichten zum Beispiel, wenn ich weiß, ich habe da halt Nachrichtensprecher 5 Stück. Ich will jetzt nicht ein sprecherabhängiges System bauen, aber eins, das nur für die 5 gedacht ist.
was so auch so ein typisches Beispiel ist und wo viel schon dran geforscht und drauf gearbeitet wurde, weil einfach die Daten verfügbar sind, sind zum Beispiel Parlamente. Wenn ich also Protokoll machen möchte vom Bundestag, Protokoll vom Europäischen Parlament, dann sind das Spracherkennungssysteme, die halt für eine geschlossene Sprechermenge funktionieren, weil ich halt weiß, es muss einer von den Abgeordneten sein, die reinkommen, und ich habe auch nur auf den Daten von diesen Abgeordneten meistens trainiert. Das heißt, wenn jetzt noch ein anderer Sprecher außerhalb kommt, wird das eventuell nicht so gut funktionieren. Und das, was man natürlich eigentlich haben möchte, ist so, wie das beim Menschen auch ist, dass man sprecherunabhängige Systeme hat. Dass es also völlig egal ist, welcher Sprecher reinspricht. Das darf einer sein, den habe ich vorher noch nie gesehen. Dieser Sprecher soll bitte erkannt werden. Und das kann man sich natürlich dann vorstellen, ist, da wir halt auf Daten trainieren, immer ein schwierigeres Problem, wenn ich jetzt Sprache von einem Sprecher erkennen möchte, den ich vorher noch nie gehört habe. Dann eine andere Sache ist der Größe des Diskurses. Das ist verwandt mit der Art der Sprache, aber ist nicht dasselbe. Weil jede der drei Sprachenebenen, die ich da habe, kann ich auch in unterschiedlichen Größen, in unterschiedlichen Größen des Diskurs haben. War das Beispiel bei den Kommandos, das kann alle Städte, Namen und Dörfernamen in Deutschland sein, sehr großer Diskurs. Es kann vielleicht nur eins von fünf Kommandos sein, mit denen ich eine Maschine bediene. Sehr kleiner Diskurs. Das heißt also, eine wichtige Kenngröße ist, wie groß ist die Domäne, wie viele unterschiedliche Arten von Wörtern und Wortkombinationen dürfen denn reinkommen. Und das ist ein bisschen schwierig zu messen, dann eine Schlagzahl anzugeben. Eine typische Kenngröße ist halt immer die Vokabulargröße. Also wie viele Wörter sind im Vokabular des Spracherkenners, aus welchen Wörtern dürfen die Sätze zusammengesetzt sein, die ich hinterher erkennen möchte. Es gibt aber dann noch entsprechend andere Kennzahlen, die lernen wir dann später kennen, die auch so ein bisschen beschreiben, wie schwierig ist das denn? Wie schwierig ist es, diese unterschiedliche Kombination an Worten zu erkennen? Da arbeitet man dann mit dem Konzept der Perplexität, und das basiert wiederum auf Entropie, das Sie noch hoffentlich aus Ihrem Grundstudium, aus der Statistikvorlesung kennen. Und genau sowas ist da auch anwendbar auf Sprache, dass man sozusagen von der Quelle der Sprache, die da produziert wird, eine Art Entropie bestimmt. Und wenn die Entropie hoch ist, dann habe ich halt sehr viel Variabilität, die ich werde erkennen müssen. Ich kann wenig vorhersagen. Und wenn die Entropie klein ist, dann kann ich wahrscheinlich eher vorhersagen. Da weiß ich schon eher, was kommt, ohne dass ich es erkennen muss. Und das macht mir die Erkennungsaufgabe leichter. Und bei der Größe des Diskurses, normalerweise kleine Domäne, limitierte Domäne, oder am liebsten hätte man dann halt domänenunabhängig, also das Spracherkennungssystem, das für alles funktioniert, egal was man reinspricht. Aber so ein Spracherkennungssystem haben wir noch nicht. Das gibt es nicht. Auch wenn man sich sowas anschaut wie Google Voice Search oder Google Home oder so weiter, das sind nicht domänenunabhängige Systeme, die haben eine sehr große Domäne, die sie abdecken, aber trotzdem nur diese Domäne, und sobald ich irgendwas anderes nehme, was typischerweise da nicht reingesprochen wird, funktioniert das Ganze dann nicht mehr so gut. Dann auch ganz wichtig ist, was weiß ich über den Sprecher, wovon kann ich ausgehen, wie der Sprecher sich verhalten wird. Und da unterscheidet man meistens so drei Dinge, das wäre kooperativ, unkooperativ und vertraut. Gut, was hat es damit auf sich? Der kooperative Sprecher, das ist ein wohlwollender Sprecher, das ist jemand, der gerne hätte, dass das Spracherkennungssystem einen erkennt und der auch bereit ist, sagen wir mal, deutlich zu sprechen, normal zu sprechen und nicht irgendwie darauf aus ist, das System irgendwie aus dem Ruder zu werfen, dafür zu sorgen, dass das System nicht funktioniert. Das wäre der unkooperative Sprecher. Und das gibt es relativ häufig. Kann sich jeder auf YouTube die Audioaufnahmen anhören. Callcenter Deutsche Telekom. Die haben jeden Tag mit ganz vielen unkooperativen Sprechern zu tun. Die versuchen auch vorzufiltern, und die Sprecher sagen rein, was sie jetzt wollen, ob, keine Ahnung, Anschluss funktioniert nicht oder Rechnung ist falsch oder Umzug ist in die Hose gegangen oder sie wollen irgendwas machen. Und sobald es irgendwie um Beschwerden geht, und das ist jetzt der dritte Umzug bei der Deutschen Telekom, der irgendwie schiefgelaufen ist, als das Telefon umgezogen wurde, und dann muss man am Anfang da 10 Fragen beantworten mit so einem automatischen System und man ist schon auf 180 und war eine Dreiviertelstunde vorher in der Warteschleife, da sind viele Sprecher dann nicht mehr kooperativ, sondern, also ich habe mir mal Daten anhören dürfen, die nicht öffentlich waren. Das ist unglaublich. Also da gibt es Leute, die schreien da rein, also die rasten da vollständig aus, das versteht man auch als Mensch nicht mehr. Das Spracherkennungssystem funktioniert dann erst recht nicht mehr.
Und solche unkooperativen Sprecher gibt es. Es kann auch unkooperativ aus Unwissenheit sein, dass es einfach irgendwie nicht vertraut ist mit Technik und sich irgendwie nicht klar ist, dass so ein technisches System vielleicht bestimmte Einschränkungen hat. Und der Sprecher, der dann am einfachsten zu erkennen ist, das ist der vertraute Sprecher. Das ist ein Sprecher, der einmal kooperativ ist, also der will schon, dass das System einen erkennt und der schon Erfahrung mit diesem speziellen Spracherkennungssystem hat. Und da findet man dann halt einen interessanten Effekt. Wir Menschen sind das aus der natürlichen Kommunikation mit unseren Mitmenschen gewohnt, dass wir uns aufeinander anpassen. Und jemand, der längere Zeit mit einem Spracherkennungssystem arbeitet, der merkt unbewusst, was funktioniert und was nicht funktioniert und wie man sprechen muss, damit es funktioniert und wie man vermeiden muss zu sprechen, sonst würde es nicht funktionieren. Und das macht man wirklich sowohl, wenn man mit anderen Menschen spricht, und der gleiche Effekt tritt auf, wenn man mit der Technik spricht. Da gibt es interessante Untersuchungen. Das geht dann so weit, also dass die Menschen wirklich auch neue Sprache erfinden, einen neuen Code erfinden, um mit dem System zu kommunizieren. Es gibt zum Beispiel Beispiele, wo das untersucht wurde für Sprachübersetzungssysteme. Wenn das Erkennungssystem halt einen Fehler gemacht hat und ein neues Wort kreiert wurde, aber das bei der Übersetzung klappt oder funktioniert, dann übernimmt der Mensch das unterbewusst und ist auch bereit, so neue Wörter, Quatschwörter, die es eigentlich vorher gar nicht gab, in seinen Wortschatz mit aufzunehmen und damit dann wieder über das System entsprechend zu kommunizieren. Und dann, auch wichtig und verwandt mit Sprache, ist die Äußerungsart. Sprechen wir nur isolierte Wörter, sowas wie Einzelkommandoerkennung? Sprechen wir längere Sachen, Phrasen? Und da ist es jetzt erstmal unabhängig, ob das natürliche oder künstliche Sprache ist. Oder sprechen wir kontinuierliche Sprache in einem weg? Und da kann man sich schon vorstellen, das kann ein Problem sein, wenn es darum geht, hinterher Sprache zu segmentieren. Wir hatten ja schon gesagt, wir sprechen nicht Punkt und Komma, wir sprechen keine Satzzeichen mit. Und genauso wenig deuten wir an, wo zum Beispiel Wörter anfangen oder aufhören. Heutzutage, die Spracherkennungssysteme machen das implizit, diese Segmentierung in Wörtern, die eigentlich im Signal erstmal per se nicht so einfach da ist. Ganz frühe Spracherkennungssysteme konnten das noch nicht. Also die ganz frühen Diktiersysteme, die man kaufen konnte, die waren relativ seltsam, weil die verlangten vom Sprecher, dass man immer zwischen jedem Wort eine kleine Pause macht. Das ist natürlich völlig unnatürlich, aber die hatten halt wirklich Probleme noch, dass sie nicht das wussten, wie man diese Segmentierung implizit irgendwie löst. Die mussten das im Signal angedeutet bekommen. Heutzutage geht das einfacher oder geht das besser, aber es ist immer noch, kann immer noch ein Problem sein. Deswegen ist kontinuierliche Sprache da auch mit von diesen drei Dingern meistens das Schwierigste. Die Frage, warum ist Spracherkennung schwierig oder ist Spracherkennung überhaupt schwierig? Diese Frage geht zurück auf eine kleine Sache, die mir passiert ist, als ich noch armer kleiner Student war, der frisch seine Studienarbeit angefangen hatte im Bereich automatische Spracherkennung. Ich kam aus der Vorlesung raus, hatte das Praktikum durchlaufen und hatte dann Studienarbeit, das war früher sowas wie eine Bachelorarbeit, gemacht. Im Bereich automatische Spracherkennung. Und ich habe das Ganze gemacht im Rahmen eines Austauschprogramms mit der Carnegie Mellon University und bin rübergegangen an die Carnegie Mellon, um dort die Arbeit für die Studienarbeit zu machen. Ein Kollege von mir, ein Kommilitone, war auch mitgekommen. Der hatte auch in dem gleichen Bereich dann Studienarbeit gemacht und wir sind dann gemeinsam rüber an die Carnegie Mellon. Jetzt war man ein armer kleiner Student und so Leben im Ausland ist sowieso schon mal teuer. Das muss man sich irgendwie zusammensparen. Heutzutage gibt es Stipendienprogramme. Damals gab es noch kein Stipendienprogramm. Das hat man sich irgendwie vorher zusammengespart, das Geld. Das heißt also, Geld sparen war immer angesagt. Und das Erste, was man lernt an der Carnegie Mellon, wenn man Geld sparen will als Student, ist Essen zu schnorren. Und das funktioniert wirklich gut. Das war damals noch sowieso boomender, neuer Markt. Im Prinzip, jeden Tag gab es irgendwo anders jemanden, der halt so ein Event geworfen hat, wo es halt auch was zu essen gab. Amerikaner mögen das, wenn irgendwo eine Veranstaltung ist, dann gibt es auch immer Essen dabei. Und da gab es genügend Werbe- und Rekrutierungsevents von allen möglichen Firmen damals. Damals noch Yahoo, da haben sie sich das geleistet, aber auch Microsoft, Lycos und wie sie damals alle hießen. Die haben häufig so Recruiting-Events, Events für Studenten geworfen. Und ein Event, den wir dann raus, oder was wir schnell rausgefunden haben, ist, wir sind nicht die Einzigen, die Essen brauchen. Es gab einen internen
Kalender, eine Mailingliste, eine Newsgroup der Free Food Events an der Carnegie Mellon. Das heißt, man konnte sich jeden Tag in der Liste nachgucken, wo kann ich mir heute Essen schnorren. Und an einem Tag stand auf dem Essen-Schnorren-Plan Empfang eines neu berufenen Professors, ich weiß nicht, hatte nichts mit Informatik oder so zu tun, aber Open House und Empfang, der hatte da so ein kleines Diensthäuschen und dann hatte halt, wer kommen wollte, konnte vorbei am Empfang und gab was zu essen. Also wir, ja, klingt gut, hin, was essen und dann steht man da halt rum auf so einem Cocktailempfang und hat da sein Zeug und muss sich mit den anderen Leuten da unterhalten. Und dann ist man halt mit irgendeiner Professorin oder Forscherin, Postdoktorandin, ins Gespräch gekommen und dann, ja, was machen wir so? Ja, wir machen automatische Spracherkennung. Guckt ihr mich an, das ist doch trivial. Wie, das ist trivial? Ja, das ist trivial. Gucken Sie mich an, ich mache Bildverarbeitung. Wir haben ein multidimensionales, ein mehrdimensionales Signal. Das ist zweidimensional, wenn Sie Bilder machen oder dreidimensional, wenn Sie Videos machen oder wenn Sie Stereo sehen, dann ist es dreidimensional bis hin vierdimensional, wenn es über die Zeit ist. Das ist schwierig. Spracherkennung ist ein eindimensionales Signal, das ist ja langweilig. Ja, nee, das ist schwierig. Ja, warum soll das denn schwierig sein? Und dann steht man da, ja, und dann verlässt einen das, was man in der Vorlesung gelernt hat. Und deswegen die Frage ist, was antwortet man sowas? Warum ist Spracherkennung schwierig? Die intuitive Antwort ist, man kann sich das so ein bisschen so vorstellen, man hat Sprachsynthese und Spracherkennung. Bei Sprachsynthese ist die Zahnpasta aus der Tube raus, das heißt, sie muss eine Schallwelle produzieren, die aus dem Lautsprecher rauskommt und die menschlicher Sprache entspricht, wo was gesagt wird. Und die Spracherkennung ist dann wieder die Zahnpasta in die Tube rein. Man hat dieses komische Gewirr von Audio und muss daraus wieder strukturierte Wörter machen. Und auch wenn das jetzt erstmal ein bisschen Quatsch klingt, am Ende ist es das. Und wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, ist das, was am Ende Spracherkennung schwierig macht, durch ein einziges Wort zu charakterisieren und das heißt Variabilität. Das Problem ist, dass menschliche Sprache extrem variabel ist. Und das macht Spracherkennung so schwierig, weil der Computer, das ist ein Musterklassifikator. Was der macht ist, der nimmt ein Muster, kennen Sie vielleicht aus kognitiven Systemen noch, der nimmt ein Muster und vergleicht das mit irgendwelchen Schablonen, die er mal vorher gelernt hat und sucht sich die Schablone raus, die am nächsten ist. Und auch ein Spracherkennungssystem, so kompliziert und so viele neuronale Netze, das heutzutage verwendet, genau das macht es. Und wenn natürlich das Muster, was ich reinbekomme, variiert, dann ist es schwierig, eine vernünftige Schablone dafür zu machen, dass ich das gegeneinander abgleichen kann. Und die Variabilität von menschlicher Sprache passiert halt auf verschiedenen, vielen Ebenen. Die erste Ebene, die man sicherlich leicht sieht, ist die Signalebene. So ein Audiosignal, selbst wenn dasselbe gesagt wurde unter genau den gleichen Bedingungen, wenn ich mir das Audiosignal, das ich mit dem Mikrofon messe, anschaue, wird es jedes Mal unterschiedlich aussehen. Das heißt, ich muss in der Lage zu sein, zu lernen, ein System zu haben, das diese unterschiedlichen Sachen, desselben, was gesagt wurde, vom selben Sprecher unter denselben Bedingungen, auf dasselbe abzubilden. Und das ist die Idealbedingung. In Wirklichkeit ist halt die Mikrofonposition anders, der Sprecher spricht mal in die Richtung und die andere Richtung, irgendwo im Hintergrund rauscht irgendwas anderes, es ist ein anderer Raum, in dem ich drin war, der Teppich wurde ausgetauscht, wie beim Spracherkennen, beim Diktatsystem, was dann nicht mehr funktioniert hat und so weiter und so fort. Das heißt, es gibt zig Quellen, die halt das Signal variieren, obwohl dasselbe gesagt wurde. Und dann geht es weiter höher. Die Aussprache variiert auch. Sie variiert bei ein und derselben Person, abhängig davon, in welcher Kommunikationssituation ich mich befinde, wie ich gerade drauf bin, ob ich mit dem rechten Fuß oder mit dem linken Fuß aufgestanden bin, ob mich ein Student geärgert hat oder ob ich mich gefreut habe. All das verändert die Art und Weise, wie ich überhaupt ausspreche. Ob ich schön sauber ausspreche oder ob ich vor mich hin nuschel. Und das über unterschiedliche Sprecher hinweg ist nochmal viel stärker. Unterschiedliche Sprecher sprechen die Sachen halt unterschiedlich aus, selbst wenn sie der gleichen Dialektgruppe angehören. Und wenn ich dann noch Sprecher nehme, die in unterschiedlichen Teilen des Landes aufgewachsen sind, als sie ihre Sprache gelernt haben, habe ich nochmal zig unterschiedliche Variationen drin. Und wenn ich dann noch hinzunehme Fremdsprachler, die halt nicht als Muttersprache die Sprache gelernt haben, habe ich nochmal viele andere Variationen auf phonetischer Ebene. Und dann linguistische Ebene. Menschen sind ungemein, absolut erstaunlich kreativ darin, neue Sprache zu schaffen. Wir kreieren die ganze Zeit neue Worte, die es vorher noch nicht gegeben hat, aber die werden plötzlich irgendwo in den Raum geworfen und dann werden die aufgenommen und die wie so selbstverständlich finden die ihren Eingang in die Sprache.
Bei der Kombination von Worten in Sätzen haben wir im Prinzip kaum Beschränkungen. Es gibt zwar eine starke Grammatik, aber es ist nichts Ungewöhnliches, von der Grammatik abzuweichen. Und ich kann wirklich beliebige, neue, wirklich kreative, interessante Sätze die ganze Zeit schaffen. Die Zahl der Möglichkeiten da ist schier unbegrenzt. Wir Menschen können das gut erkennen. Wir kommen mit dieser Variabilität extrem gut klar. Und eines der wichtigsten Geheimnisse, warum wir das können, ist, weil wir nicht einfach Schablonen abbilden. Es ist nicht so, wir hören das Audiosignal und dann sehen wir, aha, die Welle, das muss eindeutig ein A sein und dann kommt ein B und so weiter und so fort, sondern wir vergleichen das Ganze mit sehr viel Hintergrundwissen. Und dieses Hintergrundwissen kann man unterteilen in zwei Dinge. Das wäre einmal das Weltwissen, das heißt, wir wissen, wie die Welt funktioniert, was für Sätze Sinn ergeben und was für Sätze keinen Sinn ergeben, so im Allgemeinen. Plus, wir haben pragmatisches Wissen. Das heißt, wir wissen, in welcher Situation befinde ich mich im Augenblick und was macht jetzt überhaupt Sinn, dass es gesagt wird. Es gibt bestimmte Dinge, die machen halt Sinn in dieser Situation und es gibt viele Sachen, das wäre völlig unangebracht und völlig idiotisch, das jetzt zu sagen. Und anhand dieser Sachen können wir schon sehr viel rausfiltern und sehr viel korrigieren, was wir eigentlich falsch hören. Und in Wirklichkeit ist es sogar so, dass wir uns gar nicht wirklich immer verstehen. Es passiert sehr häufig, dass der eine etwas hört, was der andere gar nicht gesagt hat, weil wir halt mit unserem Weltwissen das anders zusammenbasteln. Und dann manchmal kommt es zu Missverständnissen und manchmal ist es auch völlig egal. Und dieses Geheimnis, dieses Anwenden von Wissen in der Spracherkennung ist noch eine völlig ungelöste, offene Forschungsfrage. Wir können das noch nicht. Wir haben noch keine wirklich überzeugenden, guten Möglichkeiten, Wissen, Weltwissen zu modellieren. Geschweige denn, wenn wir es modellieren könnten, wie wir es anwenden bei der Spracherkennung. Alles, was wir so mit wissen, welche Wörter sind denn jetzt sinnvoll und welche nicht, alles das, was wir im Anwenden bei der Spracherkennung, ist extremst primitiv. Wenn man sich jetzt das mal anschaut, nur so als Beispiel mal auf der Signalebene, hier ist drei Wellenformen von dem, was so ein Mikrofon aufgenommen hat. Da wurde dreimal das Wort 7 gesprochen und es sieht dreimal komplett unterschiedlich aus. Aber die Maschine muss lernen, dass die Dinger, dass das beides mal das Wort 7 ist. Und das macht es halt schwierig, wenn man da wirklich nur reinguckt mit solchen Mustervergleichsmethoden. Wie gesagt, ich hatte schon gesagt, auf der Signalebene, der Kanal kann variieren. Ob ich in einem kleinen Raum stehe oder in einem großen Raum, ob ich Teppich habe oder Fliesen, macht einen riesengroßen Unterschied. Es gab früher mal eine sehr schöne Vorlesung bei den Elektrotechnikern, die es leider nicht mehr gibt, im Bereich Audiotechnik. Der hatte eine ganze Vorlesung im Prinzip nur um das Thema. Wie klingt etwas, je nachdem, in welchem Raum ich bin und wie verändert der Raum, in dem ich mich befinde, das Signal, das ich hinterher aufnehme. Wir Menschen nehmen das, wir können das hören, wenn wir darauf achten, aber es ist uns egal und wir nehmen es meistens nicht wahr. Ob ich etwas höre, was in einem kleinen, gefliesten Badezimmer gesagt wurde oder ob ich etwas höre, das in einem großen Konferenzsaal mit schönem Teppich auf dem Boden ausgelegt ist, das ist mir egal. Dann auch schon die Aufnahmetechnik kann unterschiedlich sein. Wir hatten ja schon gesagt, früher wurden Mikrofone mit den Spracherkennungssystemen verschickt, weil wir eben feststellen, dass die Signale unterschiedlich aussehen, je nachdem, welches Mikrofon wir verwenden. Wir werden uns dann in einer der nächsten Vorlesungen mal anschauen, was für unterschiedliche Arten von Mikrofonen gibt es überhaupt. Wie sieht das Signal aus, wenn ich mit dem einen Mikrofon aufnehme? Wie sieht es aus, wenn ich mit dem anderen aufnehme? Welches Mikrofon ist wo geeignet? Irgendwelche Leute hier, die entweder ausgebildete Tontechniker sind, Hobbymusiker, jetzt nicht akustisch, sondern richtig mit Verstärker und allem Pipapo da dran. Da weiß man das, da kriegt man das schon mal so ein bisschen mit, dass es einen Unterschied macht, ob ich ein Mikrofon habe, das ich für Gesang habe, ob ich ein Mikrofon habe, das ich an, keine Ahnung, eine akustische Gitarre dran stöpseln will, ob ich ein Mikrofon haben will, das ich auf den Tisch stelle, um eine Telefonkonferenz zu machen. Dass es da große Unterschiede gibt und wir werden uns ein bisschen anschauen, woran das liegt und was das bedeutet für die automatische Spracherkennung. Und auch schon solche Sachen wie Mikrofonabstand machen einen Unterschied. Und zwar nicht nur bei der Lautstärke. Wenn ich das Mikrofon nehme, was sagt denn der Nahbesprechungseffekt? Genau das. Das ist so ein Phänomen von der Art und Weise, wie bestimmte Mikrofone gebaut sind.
macht das einen Unterschied danach, wie stark die niedrigen Frequenzen betont werden. Je weiter ich das Mikrofon wegnehme, desto weniger stark werden die niedrigen Frequenzen betont, beziehungsweise umgekehrt, je näher ich es an den Mund mache, desto mehr booste ich die niedrigen Frequenzen. Es ist also nicht ein Problem von Lautstärke, sondern wirklich, dass das anders klingt, dass das von der Qualität des Klanges her etwas anderes ist, je nachdem, ob ich das Mikrofon ein bisschen vor- und zurücknehme. Und wie gesagt, wenn ich Musterabgleich mache, sind solche Unterschiede halt schlecht. Und dann, klar, solche Sachen wie Aufnahmepegel, ob ich jetzt den Verstärker aufdrehe oder nicht, bekomme ich mal ein lauteres oder ein leiseres Signal. Da muss ich auch was gegen machen. Da haben wir glücklicherweise was man dagegen machen kann, dass man unabhängig ist von der Lautstärke. Aber gerade solche Sachen wie Nahbesprechungseffekt gibt es relativ wenig, was wir da im Augenblick gegen machen können. Und dann gibt es natürlich die ganzen offensichtlichen Sachen wie Störgeräusche, dass irgendwo was rauscht, brummt, Krach macht oder im schlimmsten Fall, dass andere Menschen irgendwo sprechen und dass ich was aufnehme, was so eine Vermischung aus mehreren Sprachen ist. Das auf einer phonetischen Umgebung hatte ich schon gesagt, also Dialekte ist offensichtlich, dass ein Bayer anders spricht als ein Norddeutscher, obwohl sie beide Hochdeutsch sprechen und wir sie auch beide verstehen, wenn sie Hochdeutsch sprechen, jetzt nicht ihren eigenen Dialekt. Von Individuum zu Individuum, emotionaler Zustand macht einen großen Unterschied auf die Qualität, wie die Aussprache ist. Und klar, ob ich jetzt, sagen wir mal, formal irgendwo die Rede halte und, keine Ahnung, die erste Sitzung im Deutschen Bundestag eröffne, dann werde ich hoffentlich deutlicher sprechen, als wenn ich mich mit meinem Kumpel an der Straßenecke unterhalte. Meistens jedenfalls. Aber, und das ist zum Beispiel das Interessante, auch andere Effekte beeinflussen die Art und Weise, wie wir aussprechen, und zwar ohne, dass wir das merken. Und da gibt es zum Beispiel den sogenannten Lombard-Effekt. Es macht einen Unterschied, ob ich spreche in einer stillen Umgebung oder ob ich irgendwo auf einer Party bin mit zig Leuten drumherum und alle plaudern und irgendwo spielt die Musik und ich unterhalte mich mit jemandem. Ich werde unterbewusst anders sprechen. Und da gibt es was Schönes und ich habe es leider nie geschafft, die Audioaufnahme zu bekommen. Aber die guten alten Kollegen von Blaupunkt, wer kennt noch Blaupunkt? Na, immerhin, ein paar kennen noch Blaupunkt. Altbekannter Radiobauer und Ausrüster, der auch dann ganz am Anfang noch zum Beispiel in Autos für Autotelefone, die fest eingebaut waren, auch die Aufnahmetechnik gemacht hat und halt auch das Autoradio dazu. Gab es mal eine Kooperation zusammen mit, ich muss aufpassen, BMW. Die wollten halt auch Spracherkennung machen im Auto, die haben aber auch andere Sachen gemacht, nämlich zum Beispiel, dass wenn jetzt einer mit dem Mikrofon irgendwo da in der Decke telefoniert, dass der Gegenüber ihn auch bitteschön versteht, wenn er mit 220 Sachen über die Autobahn brezelt. Weil Abrollgeräusche, Windgeräusche und so weiter ist schlecht, also sollten wir das irgendwie filtern, das Signal, dass die Verständlichkeit erhöht wird. Und dann war die nächste Stufe, ja Moment mal, es ist ja auch doof, wenn jetzt, sagen wir mal, das Autoradio spielt und der spricht, dann will der ja gegenüber nicht das Autoradio mithören. Und der jetzt vielleicht spricht, will nicht unbedingt immer gleich die ganze Zeit das Autoradio abschalten, was er sich vielleicht will er gerade Verkehrsfunk hören oder noch im Hintergrund irgendwas mithören. Und dann, wie so Tontechniker sind, haben wir gesagt, das ist doch einfach. Wir machen das Mikrofon, das drin sitzt, wir machen das Autoradio, das drin sitzt. Das heißt, wir wissen, was gerade das Autoradio spielt und welches Signal oben ins Mikrofon reinkommt. Jetzt wird das noch ein bisschen verändert, dadurch, dass es halt aus dem Lautsprecher rauskommt, in dem Inneren rumdotzt und dann ins Mikrofon kommt. Aber das kriegen wir schon hin. Da gibt es adaptive Filter für, das kann man machen. Und dann haben wir halt einen adaptiven Filter gebaut, der super funktioniert hat, dass also das Autoradio, das gleichzeitig lief, mit weggefiltert wurde. Und dann haben sie es ausprobiert. Einer rein ins Auto, Autoradio aufgedreht bis zum Anschlag, also wirklich das Ding hat vibriert, damit man halt sieht, wie toll dieser Filter funktioniert und dann halt angerufen und dann hat geguckt, wie das Signal anhört. Und dann, der Radiofilter hat super funktioniert, man hat das nicht mehr gehört. Also von dem anderen, der hat davon nichts mitbekommen. Und der angerufen hat, war, hallo, kannst du mich hören? Ja, ich kann dich hören, warum sprichst du so bekloppt? Und das ist eben der Lombard-Effekt. Wenn wir in einer lauten Umgebung sind, gehen wir halt davon aus und wir wissen, dass der andere Schwierigkeiten haben wird, uns zu verstehen. Und dementsprechend ändern wir einfach die Art und Weise, wie wir sprechen. Solche Sachen kann man übrigens auch beobachten bei anderen Sachen, wo man ganz leicht Spracherkennungssysteme mit in Schwierigkeiten bringen kann, wenn wir uns mal nicht verstehen. Also wenn der eine was aufschreiben soll und wie war das jetzt, wie hieß das Wort und dann sprechen wir das Wort nochmal und dann sagen wir nicht, hattest du jetzt gesagt,
Häuser oder Häuse als Nachname und dann sage ich nicht ja Häuser, sondern sage ich Häuse, nicht Häuser, Häuse. Ich hyperartikuliere, ich spreche übermäßig deutlich aus. Wollte man jetzt meinen, ah, da findet der Spracherkenner klasse. Nee, findet er nicht klasse, weil der ist auf normaler Sprache trainiert. Wieder Schablonenvergleich, kommt damit ins Trudeln. Und das sind alles so Dinge, die man halt beachten muss und untersuchen muss. Und dann zu guter Letzt die Mehrdeutigkeit auf linguistischer Ebene. Ein einfaches Beispiel, was sicherlich Schwierigkeiten machen kann, sind Homophone, manchmal auch Homonyme genannt. Das sind Wörter mit gleicher Aussprache, aber unterschiedlicher Bedeutung. Da gibt es jetzt zwei Arten davon, die Schwierigkeiten machen. Die eine macht mehr Schwierigkeiten, die andere. Es gibt die mit gleicher Schreibweise. Schloss und Schloss. Kann einmal das Disney-Schloss sein oder das, wo ich den Schlüssel reinstecke. Es wird gleich geschrieben, das ist mir egal. Hauptsache, das richtige Wort wird reingeschrieben. Aber dann gibt es halt welche, die werden unterschiedlich geschrieben. Das sind dann die echten Homophone. Zum Beispiel bis und bis. Einmal die, das zeitliche Bindewort und einmal der Biss, Verse und Verse, Nachname und Nachname und so weiter und so fort. Und das ist dann schwierig. Da kann ich dann anhand des akustischen Signals eigentlich schon gar nicht mehr unterscheiden, muss ich das schreiben oder das andere schreiben. Und diese Auflösung kann ich nur dann machen, wenn ich mehr oder minder verstehe, was da gerade gesagt wurde. Wenn ich also irgendwie Weltwissen und pragmatisches Wissen in die Erkennung mit einfließen lasse. Besonderes Problem, das ist jetzt so das Standardbeispiel aus der Linguistik, wenn es darum geht, Mehrdeutigkeit in Sätzen zu führen. Das ist insofern für die Spracherkennung fast uninteressant, da wir Bedeutung nicht wirklich verarbeiten. Wenn man aber später mal Bedeutung extrahieren will, werden solche Sachen dann extrem schwierig. Das ist dieses berühmte Beispiel Time flies like an arrow, das im Englischen 5 Bedeutungen hat und ich kriege nicht immer alle 5 Bedeutungen zusammen. Also die erste Bedeutung ist Time flies like an arrow, die Zeit verfliegt im Fluge, also Zeit verfliegt wie ein Pfeil. Das ist das, was man noch hinkriegt. Dann Sachen, die wir eigentlich schon unterbewusst rausfiltern, weil es eigentlich Quatsch, Time flies like an arrow, Zeitfliegen mögen einen Pfeil. Kann durchaus sein, dass es in der Biologie sowas gibt wie Zeitfliegen. Das ist ein gültiges linguistisches Konstrukt und die mögen halt besonders Pfeile. Sind halt pheilophil sozusagen. Dann gibt es die Möglichkeit, Time nicht als Substantiv aufzufassen, die Zeit, sondern Time kann auch ein Verb sein. Heißt nämlich messen. Die Zeit messen. Also, dass ich time a lap zu messen, wie es die Rundenzeit ist. Time flies like an arrow. Also gehe hin und messe Fliegen und mache das so, wie ein Pfeil das macht. Ergibt keinen Sinn, ist aber von der Grammatik her erstmal so ein sinnvolles Konstrukt. Hat auch eine gewisse Bedeutung. Ist zwar ein bisschen abstrus und skurril, aber ist immer noch irgendwie valide. Und dann gibt es noch zwei andere. Dein Platz, Also man kann das auch als nicht vollständigen Satz machen mit Zeitfliegen wie ein Pfeil. Also es gibt Zeitfliegen, die sind halt wie ein Pfeil, nicht die mögen einen Pfeil. Und dann gibt es noch eine fünfte Bedeutung und das ist die, die ich immer vergesse. Müsste ich nachschauen. Die ist dann so abstrus, dass ich sie mir einfach nicht mehr merken kann. Und wie gesagt, Segmentierung ist ein großes Problem bei gesprochener Sprache, weil wir sprechen unsegmentiert. Aber wenn wir etwas hören, nehmen wir Segmente wahr. Wir bilden uns ein, dass da Segmente sind, wo eigentlich keine Segmente sind. Wir hören unterschiedliche Laute. Die unterschiedlichen Laute fassen wir zusammen in Silben. Wir hören also Silben. Dann hören wir Wörter und wir hören Sätze. Und wir hören die dort, wo eigentlich keine Sätze sind. Es gibt schöne Untersuchungen, dass gerade bei spontaner Sprache, wenn ich nicht so hundertprozentig vorbereitet bin und nicht ablese, es so ist, dass die Pausen, die ich mache, und ich mache Pausen, nicht an den Grenzen eines Satzes mache, sondern in der Regel eher mittendrin im Satz. Weil wir die dumme Angewohnheit haben, wir fangen mal einen Satz an, aber denken den noch nicht so hundertprozentig zu Ende, sondern irgendwann in der Mitte des Satzes müssen wir jetzt planen, wie bringe ich jetzt den Satz unfallfrei zu Ende und wie geht es danach weiter. Sodass man also in der Regel immer eher mittendrin diese Denkpausen macht, als die zum Beispiel an Satzgrenzen. Deswegen so ursprüngliche, einfache Ideen wie, naja, wir segmentieren in Sätze, wir gucken, wo eine Pause ist, haben nicht funktioniert und das ist eben der Grund, warum das nicht so gut funktioniert. Also, wir sprechen also komplett durch
ohne dass wir irgendwo da überhaupt akustisch irgendwie andeuten, wo eine Grenze ist. Das Interessante ist, das kann man in der Geschichte der geschriebenen Sprache auch sehen. So, jetzt schauen wir mal, wer hat hier eine humanistische Bildung? Wer hat Latein gehabt? Ja, das ist traurig. Okay, wir haben ein paar Leute, die haben Latein gehabt. Haben Sie irgendwann mal gesehen, wie frühe lateinische Texte aussehen? Wer hat das mal gesehen? Also das Erste, was man gesehen hat, V und U, war ein Buchstabe. Das war immer ein bisschen unangenehm. Und manchmal sieht man das auch noch so bei alten lateinischen Inschriften irgendwo in Denkmälern oder oben an der Kirche oder so. Grüß Gott, komm rein. Elan hat er gehabt. Das sieht man das so bei so Denkmälern oder so. Auch im frühen Lateinischen hat man keine Leerzeichen gehabt zwischen den Wörtern, sondern die Wörter wurden einfach hintereinander geklatscht. Dann kam, weil wir sprechen halt auch so, dann kam irgendwann einer auf die Idee und dachte, man, das ist ja unpraktisch. Und dann war der Erste, okay, da wurden so kleine Punkte gemacht am Ende eines Wortes und dann irgendwann ist man hingekommen, dass man halt Leerzeichen einfügt. Und es gibt durchaus auch noch Schriften heutzutage, die machen zum Beispiel keine Leerzeichen zwischen Wörtern. Das ist durchaus eher was man in so westeuropäischen Sprachen findet, aber bestimmte Sprachen machen das unter Umständen nicht. Und da wird dann halt auch erwartet, dass man den Text genauso segmentiert, wie wir die gesprochene Sprache segmentieren. Und da kommt man dann hin, wenn man es also mal ein bisschen überspitzt hinzeichnen will, warum ist Spracherkennung schwierig? Der geschriebene Text ist oben das, was wir haben wollen. Wenn wir so vor uns hin plappern, verschleifen wir das Ganze schon mal. Wir sprechen nicht so schön grammatikalisch, sondern wir ziehen so ein paar Sachen zusammen. Die Pausen zwischen den Wörtern gibt es nicht. Bei der Aussprache sind wir dann auch noch sloppy, also nicht nur die Grammatik verschleifen wir verschleifen auch die Aussprache. Dann spricht jeder von uns anders. Das ist so ein bisschen wie jeder hat seine eigene Handschrift. Also so hat auch jeder seine eigene Stimme und klingt anders. Dann wird da noch ein bisschen Rauschen drüber gelegt. Dann sieht es schon mal ganz schlecht aus. Und dann reden auch noch drei Leute gleichzeitig. Das ist dann der sogenannte Cocktail-Party-Effekt. Und das kommt da im schlimmsten Fall bei raus. Und daraus muss man jetzt wieder den ursprünglichen Text machen. Und das ist eben die Sache, die es so schwierig macht. Und das beißt uns halt immer besonders dann, wenn wir halt Spracherkennung als Klassifikation betrachten. Und aus Sicht der Informatik ist nach wie vor Spracherkennung ein typisches Musterklassifikationssystem. Wer hat alles kognitive Systeme gehört schon? Genau. Sie haben schon viel über Klassifikationsprobleme gehört und Template-Matching und Spracherkennung ist nichts anderes. Ich habe eine Audioaufnahme und muss diese Audioaufnahme einer Klasse zuweisen und die Klasse, der ich die Audioaufnahme zuweisen will, ist halt der Satz, der gesprochen wurde. Und jetzt kann man sich schon vorstellen, das ist ein Klassifikationsproblem mit ganz vielen, abartig vielen großen Klassen, in die ich einteilen muss. Das ist also nicht mehr dieses mit, es gibt eine Klasse Kreuze und eine Klasse Kreise und dann müssen wir die Kreuze zu den Kreuzen und die Kreise zu den Kreisen machen, sondern wir haben ein paar mehr Klassen hier. Und das macht es halt entsprechend schwieriger. Außerdem verarbeiten wir relativ viele Datenmengen. Wenn man sich so eine Audioaufnahme anschaut, was man im Augenblick so im Rechner verarbeitet, ist halt sowas wie 32.000 Bytes pro Sekunde. Das ist heutzutage nicht mehr so eine ganz so erschreckend große Menge, wie das noch vor 30 Jahren der Fall war. Nichtsdestotrotz ist das trotzdem relativ kontinuierlicher großer Dateneingabestrom, der auch verarbeitet werden will. Und dann gibt es halt relativ viele Konzepte für so eine Sprache, die hat sowas wie 50 Laute ungefähr. 5000 Laute, diese 5000 Laute sind 50 Phoneme, was ein Phonem ist, lernen wir noch kennen. Dann gibt es insgesamt 50.000 Wörter, aber das sind nur die Basisformen. Und dann fangen wir an zu flektieren und dann hat so eine typische Sprache Größenordnung 500.000 Wörter. Oh, Pi mal Daumen. Wir Menschen, so ein Mensch benutzt in seiner, im Deutschen und im Englischen so standardmäßig in seinem Umgang 3.000 bis 6.000 Wörter, so in der täglichen Kommunikation. Aber wenn es dann in die Fachkommunikation geht, wird es halt schnell mehr. Und die sind auch nicht alle immer gleich, sondern überlappen sich nur die Wörter, die wir verwenden, sodass man am Ende wirklich also mit diesen 500.000 Wortformen durchaus rechnen kann. Manche Sprachen sind da schlimmer, manche Sprachen sind einfacher. Und wir suchen halt, wie gesagt, nicht ein einzelnes Wort, wir suchen einen Satz. Spracherkennung erkennt immer eine ganze Wortfolge. Und da gibt es halt extrem viele Klassen. Theoretisch gibt es erstmal
unendlich viele Klassen, auch wenn ich nur ein endliches Vokabular habe, könnte ich ja theoretisch beliebig lange Wortfolgen bilden und habe dem auch also entsprechend unendlich viele Klassen. Bin in der Praxis, kann ich es natürlich dadurch beschränken, dass die Audioaufnahme, die ich verarbeite, immer endlich ist. Das heißt also, die Anzahl der Wörter kann ich irgendwie abschätzen, da gibt es eine obere Grenze und dann habe ich immerhin eine endliche Menge an möglichen Klassen, aber es sind immer noch sehr, 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 sehr viele. Und wir Menschen können das halt erstaunlich gut. Deswegen ist das meistens auch so, gibt es so große Kritik, dass Spracherkennungssysteme doch so schlecht sind, weil wir können das doch so gut und man erwartet sehr viel. Und Menschen können das sehr gut, weil sie sehr gut abstrahieren können. Und jetzt spult man einmal zurück ins erste Semester, Grundbegriffe der Informatik, und lernt, auch wir Informatiker sind Experten darin zu abstrahieren. Wir abstrahieren halt auf der technischen Ebene. Wir Menschen machen das auch die ganze Zeit. Das ist das gleiche Beispiel wie aus kognitive Systeme. Es ist völlig egal, in welchem Font ein A geschrieben ist und welche Handschrift das mehr oder minder schreibt. Wir erkennen sofort immer statt des Signals die Nachricht, die übermittelt werden soll. Das A, das da drin steckt. Wir Menschen können das super gut. Die Maschine kann das nicht und wir Menschen wissen gar nicht, warum wir das so super gut können, wie wir das können. Wir können Sprache auch gut segmentieren in Wörter und Sätze und kleinere Einheiten. Das geht so weit runter, dass man zeigen kann, wenn man so die kleinsten Einheiten segmentiert, die wir hören, das ist nicht so wirklich im Signal vorhanden. Wenn man sich nur das Signal anschaut, muss man sehr viel Fantasie anwenden, um so die kleinsten Segmentierungen überhaupt im Signal erkennen zu können. Das heißt, was da passiert, ist irgendwas auf der psychologischen Ebene. Psychologisch nehmen wir da Segmente wahr, wo eigentlich gar keine Segmente sind. Das ist irgendwas in der höheren Verarbeitung, wie wir Sprache verarbeiten. Und wir haben ganz große Mengen an Wissen. Wir wissen, welche Phonfolgen sind in der Sprache typisch. Wir wissen, wie die Morphologie funktioniert, wie die Syntax ist. Also ob da jetzt einem hingehört oder eine, das ist uns egal. Das hören wir nicht, sondern das wissen wir, was da in der Grammatik richtig ist. Diese kleinen Endungen, die hören wir nicht wirklich, sondern wir wissen ungefähr, was da hingehört, wenn wir es hinterher hinschreiben. Wir müssen das gar nicht hören. Wenn man sich das anhört, das wird auch gar nicht meistens in der normalen Sprache so genau gesprochen. Wenn wir es hinschreiben, wissen wir selber, was da eigentlich hin muss und wir wissen, in welcher Situation wir sind. Und Menschen erkennen Sprache multimodal. Wir hören nicht nur, wir machen mehr. Und dazu machen wir jetzt ein kleines Experiment. Haben alle irgendwie Papier und Stift mal zur Hand? Okay, alle schreibbereit. Wir haben hier ein Video. Das ist leider schon ein bisschen älter. Sehen, das ist irgend so ein VHS-Digitalisierung. Das ist auch von der Tonqualität nicht mehr so gut. Das ist, kommt halt noch aus einer etwas, ich weiß gar nicht genaue Zeit, 70er, 80er Jahre, irgendwas so um den Dreh herum. Da geht es um, wie wir, was wir hören und wie wir das wahrnehmen. Und was Sie jetzt gleich sehen werden, ist den Wissenschaftler hier, der wird Silben sprechen. Der spricht also keine ganzen Wörter. Das ist ein amerikanischer Wissenschaftler, der wird also englische Silben sprechen. Und was Sie machen ist, Sie gucken sich das Video an und schreiben die Silben mit, die Sie hören. Und das Wichtige ist hierbei, dass Sie sich auch das Video mal anschauen, weil Sie sollen halt ein bisschen was darüber lernen, wie wir hören unter schwierigen akustischen Bedingungen. Und die Akustik da bei dem Ding ist nicht wirklich gut. Damit das also vernünftig funktioniert, Video mit anschauen. Sie schreiben mal mit, welche Silben Sie da hören. Und dann gucken wir mal, ob am Ende, ob Sie auch die Silben ordentlich verstanden haben, die jetzt da abgespielt werden. Also auf geht's. Ba. 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 Es wären 7 Silben gewesen. Wir schauen jetzt mal, was wir zusammenbekommen.
Okay, was war die erste Silbe? Wer hat was gehört? Ba. Hat sonst noch jemand was gehört? Okay, ba. Was war die zweite Silbe? Okay, wurde auch ba gehört? Was war die dritte Silbe? Wo jetzt bei der zweiten oder bei, was haben Sie gehört? Wa. V. Hat noch jemand was gehört? F, also Fa. Also sowas in der Art. Hat noch jemand was gehört? Okay, dann dritte Silbe. Da, ba. Okay, also es gab da, ba, da. Hat noch jemand was gehört? Okay. Nächste Silbe, vierte Silbe. Da. Sind wir uns da einig oder hat jemand noch was anderes gehört? Sie haben ba gehört. Okay, nächste Silbe. Was wurde gehört? Ba. Hat noch jemand was anderes gehört? Da. Noch irgendwas? Okay, dann fünf Silben, nächste Silbe. Da. Was haben? Pa. Und ba. Okay, noch was? Dann, es gab noch eine Silbe, glaube ich, oder? Ba. Noch was? Da. Was noch? Ga. Sonst noch was gehört? Nur ein A. Also praktisch keinen Konsonant davor. Okay, haben wir es? Und ich glaube, das war's. Mehr Silben gab es nicht, oder? Das war's. Okay. Jetzt hören wir uns das Ganze nochmal an, aber wir machen einen kleinen Unterschied. So, jetzt hören wir uns das nochmal an. Ba. Okay, da waren wir uns alle noch einig. Ba. 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 Also es ist nicht nur so, dass das jedes Mal bar war, es war jedes Mal genau dasselbe bar, einfach hintereinander gestimmt. Was sagt uns das? Und was uns das sagt, ist, wir Menschen hören nicht nur, wir lesen auch Lippen. Und zwar jeder von uns, egal ob er jetzt das irgendwie gelernt hat oder nicht, wir lesen Lippen. Und was da gemacht wurde, ist einfach, dass der Audio- und der Videostream ausgetauscht wurden. Dass also ein anderer Videostream da liegt, als was eigentlich gesprochen wurde. Und wir Menschen lesen halt Lippen implizit mit. Jetzt gibt es einige hier, die haben zum Beispiel immer bar gehört. Wer hat immer bar gehört? Okay. Wie lange tragen Sie schon die Brille? Okay, das ist noch relativ neu. Waren Sie schon immer fehlsichtig oder ist das sozusagen, ist das also spät rausgekommen oder hat sich einfach so verändert? Okay. Also es ist nicht so, es gibt es manchmal, wird halt spät entdeckt, dass halt Fehlsichtigkeit vorherrscht. Wie war das bei Ihnen? Schon länger Brillenträger oder seit der Kindheit?
Seit der Kindheit? Also schon seit ganz jungen Jahren. Also das ist so ein Effekt, ich kann das nicht statistisch genau nachweisen, aber das ist so etwas, da merkt man dran, wenn einer als Kind schlecht sieht, weil er halt Brille braucht, während der Sprachlernphase, während der Sprachakquisition. Und daher muss man jetzt ganz jung reden. Also wir reden hier, Phoneme werden 6 Monate bis ein Jahr ungefähr, so in der Größenordnung lernen wir Phoneme zu unterscheiden. Das machen wir, das ist das Erste, was wir überhaupt als Kinder lernen. Und ein 3 Monate altes Kleinkind mit Brille gibt es noch nicht. Aber wird unter Umständen halt nicht so scharf sehen wie mit Brille und deswegen vielleicht inhärent auch so ein bisschen eine Neigung haben, nicht so stark aufs Lippenlesen zu gucken. Ja? Nee, die habe ich nicht mehr. Ich müsste nachgucken, aber also es ist, ich meine auch, es ist bar, war, da. Ich meine, das TH sieht man sofort. Und dann ist es, also gar ist dabei, paar ist dabei und da ist dabei. Ich muss das nochmal nachschauen. Der Forscher hier, das ist der Herr McGurk. Das ist ein sehr bekannter Linguist, Phonetiker, der halt diesen Effekt auch wissenschaftlich nachgewiesen hat. Und dementsprechend ist der Effekt, dieser McGurk-Effekt, auch nach ihm benannt. Und man kann das auch schön sehen. Unsere Neigung, mehr Lippen zu lesen, nimmt zu, wenn die Akustik schwieriger wird. Da hat man halt Experimente gemacht, indem man halt mit Eye-Trackern geguckt hat, wie bewegen sich die Augen so hin und her. Und man sieht, je schwieriger die akustische Umgebung gibt, also je mehr Lärm um uns herum ist, desto mehr hängen wir mit den Augen an den Lippen des Gegenüber, desto mehr lesen wir mit. Gibt es hier Japaner? Keine Japaner. Das ist nämlich die erste Besonderheit. Bei Japanern funktioniert das nicht. Bei Japanern können sie keinen McGurk-Effekt nachweisen. Und da ist jetzt die große Frage, warum? Und da streitet sich die Lehrmeinung. Es gibt Verfechter, was ist auch noch nicht wirklich systematisch erforscht. Es gibt also Verfechter, die sagen, naja, das hat kulturell damit zu tun, weil es gilt als unhöflich, seinem Gegenüber so direkt anzustarren, sondern man guckt halt lieber so ein bisschen vorbei und starrt ihm nicht direkt ins Gesicht. Deswegen entwickelt sich dieses implizite Lippenlesen nicht so. Die andere und wahrscheinlich plausiblere Theorie ist, dass die japanische Sprache so strukturiert ist, dass man es nicht braucht und es nicht hilft. Japanische Sprache ist von der Silbenstruktur sehr schön sauber getaktet. Man hat immer schön diese Mora-Silben, Konsonant, Vokal, Konsonant, Vokal, Konsonant, Vokal und das geht immer tak, 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 tak. Das heißt, man hat da gar nicht so Schwierigkeiten unter Umständen, das akustisch zu verstehen. Es ist einfacher, akustisch zu verstehen. Plus, wenn man sich das anschaut, wir gucken ja nur oder wir können ja nur so den vorderen Bereich des Vokaltraktes sehen. Das heißt, ich kann so ein bisschen sehen, wie ist die Lippenstellung, wie ist der Mundstellung und so die Zungenspitze. Das sehe ich noch. Alles, was weiter hinten im Mund passiert, und da passiert durchaus auch viel bei der Aussprache von Konsonanten, das sehe ich einfach nicht mehr. Und dementsprechend kann ich da auch nicht groß Lippen lesen. Und bei der japanischen Sprache, bei den japanischen Konsonanten ist es so, dass man die gar nicht so stark unterscheiden kann anhand dessen, was ich halt in der vorderen Mundpartie überhaupt sehen kann. Das wäre so der andere Erklärungsversuch, das andere Erklärungsmuster. Und wie gesagt, das hier ist halt englische Sprache. Von uns gibt es wahrscheinlich keinen englischen Muttersprachler. Englisch ist für uns alle eine Fremdsprache. Und wir haben natürlich einen Bias gegenüber unserer Muttersprache. Das ist da, wo wir dieses implizite Lippenlernen lesen gelernt haben. Und deswegen, manche Sachen funktionieren bei manche Sachen funktionieren bei manchen nicht. Und bei vielen Sachen sind wir uns unter Umständen auch nicht einig. Und das Schlimme ist, selbst wenn Sie diesen Effekt kennen und sich dieses Video anschauen, das da kriege ich nicht raus. Ich höre bei... Wenn da, wo das da kommt, ich höre kein da, kein ba, ich höre immer ein da. Ich weiß, dass das nicht passt. Ich weiß das nicht. Sobald ich die Lippen sehe, höre ich es als da. Und muss mich wirklich intellektuell zwingen zu wissen, nein, da ist kein da. Der hat ba gesagt, ganz wirklich. Okay. Immer gut. Ja, es hängt auch davon ab, manche haben auch ein Gehör dafür. Wenn man ein gutes Gehör hat, kann man das hören, dass das wirklich immer genau dasselbe ist. Kann einem unter Umständen auffallen. Ja, also so viel schon mal dazu. Jetzt gehen wir zurück. Also,
Wir verarbeiten, Quintessenz, wir verarbeiten Sprachen multimodal. Jeder von uns kann irgendwie implizit Lippen lesen, auch wenn wir es nicht wirklich gelernt haben. Wenn man sich jetzt nochmal anschaut, in welchem Bereich wir da uns bewegen und uns auch mal ein bisschen die Datenraten anschauen, mit denen wir so arbeiten, gibt es so das Modell der Kommunikation, das Modell des Dialoges. Wir haben halt den Sprecher und den Zuhörer. Der Sprecher, irgendwo hier ganz weit oben, formuliert eine Nachricht. Und zwar noch nicht in Sprache, sondern es ist irgendwie ein abstraktes Konzept, irgendwas, was Bedeutung trägt. Das ist eigentlich Nachricht, man könnte auch sagen Information. Wir haben hier oben irgendeine Information, die wollen wir übertragen. Diese Information müssen wir in einer Nachricht kodieren und kodieren sie in Sprache. Und um diese Nachricht zu übertragen, müssen wir daraus ein Signal machen. Und alles, was bis zu dieser Kodierung mit Sprache passiert, das kann man als diskret auffassen. Wir haben irgendwelche diskreten semantischen Konzepte. Wir haben eine diskrete Wortfolge, mit der wir diese Information übertragen wollen. Und daraus müssen wir jetzt ein Signal machen. Und dann machen wir jetzt einen Sprung aus dem Diskreten ins Kontinuierliche. Wir wissen jetzt also, was wir sprechen wollen und müssen halt jetzt die Muskeln so aktivieren und bewegen, dass da eine Schallwelle rauskommt, mit der wir diese Sprache übertragen wollen. Und wenn man das so ungefähr, also das ist wirklich jetzt nicht detailliert bis auf die Nachkommastelle, sondern aber so über den Daumen gepeilt, so gedruckter Text, wenn man den mal als Äquivalent zur Information ansieht, ist natürlich Quatsch, 50 Bit pro Sekunde, so Pi mal Daumen. Wenn wir daraus eine Phonemfolge machen, da sind wir schon bei 200 Bit pro Sekunde. Jetzt haben wir es kodiert, wir wissen, welche Phonemfolge wir als Signal schicken wollen. Dann müssen wir die Artikulatoren bewegen und da gibt es viele verschiedene Parameter, wie die Muskeln angespannt werden und so weiter und so fort. Pi mal Daumen 2000 Bit pro Sekunde. Dann haben wir die eigentliche Schallwelle, die da aus uns raussprudelt. Die hat sowas wie 30.000 Bit pro Sekunde. Und da merken wir jetzt halt, von ursprünglich 50 Bit pro Sekunde ist das, was wir mit dem Mikrofon aufnehmen, jetzt auf 30.000 Bit pro Sekunde angewachsen. Was lernen wir daraus? Da muss irgendwie Redundanz drin sein. Das ist ja offensichtlich viel Redundanz in dem Signal. Das haben wir da aufgebläht von ehemals 50 auf 30.000 Bit pro Sekunde. Warum ist da Redundanz drin? Unter anderem ist halt so entwickelt, aber sicherlich auch, um, sagen wir mal, robust gegen Störungen zu sein. Dass man nicht anfällig ist, gegen etwas falsch zu verstehen, wenn man irgendwie eine Kleinigkeit falsch gehört hat oder wenn irgendwas korrumpiert wird, sondern in dem Signal ist sehr viel Redundanz drin, dass wir irgendwie ausnutzen, um vernünftig Sprache zu hören, zu erkennen. Und dann geht der umgekehrte Weg. Wir gehen ins Ohr rein, dann auf die Basilarmembran, die macht daraus elektrische Signale und dann geht es irgendwie hoch ins Gehirn, wird da dekodiert und dann haben wir irgendwann die Bedeutung. Was wo passiert, wissen wir unterschiedlich gut. Hier bei der Sprachgenerierung, also wie ich die Schallwelle produziere, indem ich Muskeln anspanne und bewege und meinen Mund auf und zu mache und alles Mögliche durch die Gegend schiebe und Luftstrom ausstoße, das verstehen wir relativ gut. Da wissen wir recht gut, wie das funktioniert. Wie wir von da oben nach da unten hinkommen, sieht es eher schwierig aus. Da gibt es so grobe Vorstellungen darüber, was da vielleicht passieren könnte, aber da wissen wir nur so Kleinigkeiten, so empirisches Wissen, das man durch Experimente herausfinden kann, aber wie genau das funktioniert, wissen wir auch nicht. Und beim Hören und Sprachverstehen sieht es genauso aus. Also was im Ohr passiert, bis wir zum Gehörnerv kommen, versteht man relativ gut. Wie es da oben dann weitergeht, ja, es gibt Theorien und man hat da so grobe Konzepte und sowas, die man meint zu identifizieren, aber was wirklich passiert, keine Ahnung. Und dementsprechend ist es auch schwierig, Sprache wie der Mensch zu erkennen und zu verstehen, weil wir wissen gar nicht, wie wir das genau machen. Wenn wir jetzt Spracherkennung betreiben, brauchen wir Wissen aus ganz vielen verschiedenen Gebieten. Ich meine, das ist jetzt in der Informatik nichts Ungewöhnliches, aber es ist bei der Spracherkennung, sagen wir nochmal, um einiges vielfältiger als, sagen wir mal, bei Datenbanken oder vielleicht bei Netzwerken. Weil wir müssen die ganzen Informationstechnik beherrschen, wir müssen die Elektrotechnik beherrschen, wir müssen wissen, wie nehmen wir so eine Schallwelle auf, wie machen wir daraus elektrische Signale, wie verarbeiten wir das Ganze im Rechner weiter.
Wir müssen aber auch die biologische Seite verstehen. Also wie funktioniert das mit der Sprachproduktion? Wie entsteht die Schallwelle? Worauf müssen wir uns da einstellen, was wir bekommen? Plus wir müssen die gesamte linguistische Seite verstehen. Also wissen, was wird da wie zusammengesetzt? Also welche Phoneme werden da zusammengesetzt? Welche Wörter werden nach welchen Regeln zusammengesetzt? Wie sehen so Wortfolgen aus? Wir müssen aber auch solche Sachen kennen wie aus der Psychologie, weil wir werden feststellen, dass wir Menschen halt uns auch viel einbilden beim Hören und da verschiedene Effekte gibt, die nicht aus dem Signal erklärbar sind, sondern nur aus der individuellen Wahrnehmung, aus der Psyche und muss dann sich darüber auch kennen. Und dann, wie gesagt, aus der Informatik, Signalverarbeitung, Mustererkennung ist heutzutage künstliche Intelligenz. Es gibt ein ganzes allgemeines Gebiet der Verarbeitung natürlicher Sprache als Wissenschaft. Und aus all diesen Dingen müssen wir zumindest rudimentäre oder so themenspezifisches Grundwissen haben und mitbekommen. Das macht es nicht einfach, aber das macht es auch spannend. Man lernt auch viele Sachen kennen, die jetzt direkt nichts mit Informatik zu tun haben, aber trotzdem, zumindest ich finde es sehr interessant und immer wieder spannend, was da mit Sprache alles möglich ist. Und das Erste, was man sich da halt anschaut, ist die Sprachproduktion. Also wie produzieren wir Sprache und dann zu hoffen, wie kann ich jetzt das benutzen, um das Signal zum Beispiel zu verarbeiten? Welches Signal erhalte ich? Und dann müsste ich auch wissen, wie versteht der Mensch Sprache, wie funktioniert das Hörverständnis. Das Erstere ist insbesondere wichtig, weil das ist ja das Signal, mit dem ich arbeite. Das Zweitere kann man argumentieren, ja, der Rechner ist kein Mensch. Es ist nicht schlimm, wenn der Mensch das anders macht, wenn der Rechner das anders macht als der Mensch. Weil ein Auto hat auch keine Beine und ein Flugzeug schlägt nicht mit den Flügeln. Trotzdem können wir uns schnell fortbewegen und wir können besser nach bestimmten Aspekten besser fliegen als irgendwelche biologischen Systeme. Deswegen muss man das nicht unbedingt so machen wie das biologische System. Aber nichtsdestotrotz, bei manchen Dingen, zumindest in der Signalverarbeitung, orientieren wir uns daran, weil wir das noch verstehen. Und die Ratio ist dann immer, naja gut, wenn es gut für den Menschen ist, beim Hörverstehen, dann kann es für die Maschine auch nicht schlecht sein. Also, Sprachproduktion. Das hier ist das grobe Bild der menschlichen Anatomie, was beteiligt ist bei der Sprachproduktion. Man fängt unten an bei den Lungen, dann hat man hier einen Bereich, das ist die Stimmritze, die Glottis, geht dann hoch durch den Rachenraum, kommt irgendwann in den Mund, verwendet zum Teil die Nasenhöhle und dann wird halt die Schallwelle abgestrahlt. Und die Schallwelle wird abgestrahlt sowohl über den Mund als auch gegebenenfalls über die Nase. Das vergessen wir relativ häufig. Wir sprechen also nicht nur aus dem Mund heraus, sondern je nachdem, welchen Laut wir gerade produzieren, sprechen wir zum Teil auch aus der Nase heraus. Kann man sich leicht vorstellen, wenn man ein M spricht, wie sprechen wir ein M? Alle mal 1, 2, 3. Das ist ein M. Der Mund ist zu, ich höre trotzdem was. Und die Lippen sind keine Lautsprechermembran, die jetzt so stark vibrieren, dass eine Schallwelle produziert wird. Der Schall wird zum Beispiel durch die Nase abgestrahlt. Sonst würde ich ja nichts hören. Das funktioniert nicht. Also das darf man nie vergessen. Auch die Nase ist ein Abstrahler. Und dann hat man hier so die allerwichtigsten Dinge. Die Lunge. Die Lunge ist im Prinzip nichts anderes als ein großer Blasebalg. Beim Sprechen ist die Aufgabe der Lunge, Luft aus mir rauszupressen. Weil irgendwie muss so eine Schallwelle entstehen, muss Schall abgestrahlt werden und darauf Voraussetzung ist erstmal, Luft wird rausgepresst. Und alles andere moduliert dann diesen Luftstrom so, dass hinterher eine Schallwelle rauskommt, die menschlicher Sprache entspricht. Und der allererste, wichtigste Teil, den wir da durchkommen, ist die Stimmfalte. Und die Stimmfalte macht Folgendes. Wir haben da, man nennt das Stimmbänder, aber das sind mehr so, naja, Lappen, die, wenn von unten die Luft kommt, liegen die so aufeinander. Jetzt kommt die Luft von unten, die liegen eigentlich erstmal aufeinander, aber stehen unter einer bestimmten Spannung, aber sind nicht so stark angespannt, dass zu ist. Sondern die haben eine bestimmte Spannung. Es kommt die Luft von unten, drückt die beiden
Stimmliften auseinander. Also von im Modell wird halt, werden die auseinander gedrückt. In Wirklichkeit ist das mehr so ein Deckel, der sich auf und zu geht. Aber so im Modell, wenn wir jetzt so gucken, werden die auseinander gedrückt. Luft kann durchfließen, wir können eine Schallwelle produzieren. Physiker anwesend. Ist immer schlecht, weil das sind die, die am schlausten sowas wissen. Kann mich keiner korrigieren. Wer hat Physik-Leistungskurs gehabt? Da hat man glücklicherweise immer ein paar. Strömungs- und Gasgesetze. Die Stimmritze wird aufgedrückt, es fließt Luft durch. Wem sagt der Bernoulli-Effekt noch etwas? Das Gesetz besagt, dass die Geschwindigkeit in einer Flüssigkeit, und das funktioniert in Gasen genauso, dass die Geschwindigkeit, mit der man fließt, bestrebt ist, sich anzugleichen an die Fließgeschwindigkeit in der Nachbarschaft. Das Ufer fließt gar nicht, das steht still. Also ist das, was näher am Ufer ist, ist mehr und mehr bestrebt, langsam zu fließen, sozusagen bis das Wasser direkt am Ufer mehr oder minder stillsteht. Und in der Mitte ist es halt am weitesten entfernt und fließt halt entsprechend am schnellsten. Und das hat jetzt Auswirkungen auf den Druck. Wo ist der Druck höher? In einem ruhenden Gas oder in einem fließenden Gas? Ist der Druck höher? Da, wo es still ist, ist ein höherer Druck als da, wo schnell geflossen wird. Da ist der niedrigere Druck. Das heißt, wir haben Folgendes. Die Luft hat das Ding aufgedrückt. Jetzt fließt da Luft durch. Zu den Stimmletten hin fließt es langsamer als in der Mitte. In der Mitte fließt es schneller. Und da ist der Luftdruck geringer als an den Rändern. Sprich, ist ein Unterdruck. Und der Unterdruck sorgt dafür, dass die Sachen wieder zusammengesaugt werden. Das ist wie zwei Züge. Das ist so das andere Standardbeispiel für einen Bernoulli-Effekt. Wenn die aneinander vorbeifahren, ist da auch ein Luftstrom innen drin. Und der ist in der Mitte halt stärker als zu den Zügen hin. Und dann saugen sich die Waggons so aneinander dran. Sieht man dann wirklich, also wenn die zu schnell aneinander fahren, dann macht es Batsch. Deswegen im Tunnel zum Beispiel ist das besonders schlimm. Da würden die sich zusammenbatschen. Deswegen muss das immer passen. Die neigen sich zueinander hin und genauso die Stimmlippen, jetzt wenn das Gas mal fließt, werden die wieder zusammengesogen. Und dann werden die so lange zusammengesogen, bis der Luftstrom abgeschlossen ist. Luftstrom ist abgeschlossen, es fließt nichts mehr, es gibt keinen Unterdruck mehr, also kann der Luftstrom der Druck von unten aus der Lunge die wieder aufblasen und dann fangen die an zu vibrieren. Und je nachdem, wie stark ich die Spannung einstelle, wie schnell ich die also wieder zusammenziehen kann durch diesen Unterdruck, fangen die an zu vibrieren und zu hacken diesen Luftstrom, der jetzt erstmal kontinuierlich aus der Lunge kommt, in so kleine Pakete, in so kleine Impulse. Und das kann man sich halt anschauen. Und da habe ich halt ganz frech aus dem Internet, wie man das heutzutage macht, halt zwei Videos mir runtergeladen. Das eine ist eine schöne Animation, da sieht man das halt. Man guckt jetzt hier gleich in den Kehlkopf rein, schiebt man jetzt oben drüber, und da sieht man die Stimmlippen, das sind diese Lappen. Und die werden halt durch diesen Bernoulli-Effekt in diese Schwingung versetzt. Von unten strömt kontinuierlich die Luft raus. Die Lippen, diese Deckel, die gehen so hoch und runter, zerhacken jetzt diesen Luftstrom in Impulse. Das heißt, ich habe da schon mal irgendwie so eine Grundfrequenz drauf modelliert, ja? Ja, das ist halt nichts, was wir machen, bei der Anatomie ist wirklich schön diskret. Die springen ja nicht in unendlicher Zeit auf und schnappen nicht in unendlicher Zeit zusammen, sondern die brauchen eine Zeit, um aufgedrückt zu werden und dann etabliert sich der Effekt und dann braucht es eine Zeit, bis die wieder zusammengesogen sind. Das heißt, im Idealfall hat man wirklich so ein Zerhacken in Pakete, zu eine Weile, auf eine Weile, zu eine Weile, auf eine Weile. In Wirklichkeit ist das natürlich ein Übergang von kommt viel Luft raus, kommt wenig Luft raus, kommt keine Luft raus, kommt wieder mehr Luft raus, kommt viel Luft raus, kommt weniger Luft raus, kommt keine Luft raus. Wenn man das mathematisch modellieren will, diesen, was hier so als schöner Impulszug dargestellt ist, und man hat das so ein bisschen angedeutet, dieses Blau, das ist halt in der Mitte, ist das halt leuchtender als so an den Rändern, das soll halt zeigen, dass sozusagen die Menge an Luft, die mit dem Druck, der da rauskommt, so nicht in Nullzeit variiert, sondern so kontinuierlich mehr und weniger wird. Wenn man das mathematisch darstellen will, nimmt man gerne so eine Sägezahnkurve oder so eine Dreieckskurve.
Auch das ist nicht wirklich das, was passiert. Im Analogen passiert was viel Komplizierteres, aber so versucht man es mathematisch darzustellen. Und halt eine Dreieckskurve, das ist halt dann nicht mehr zeitdiskret. Das ist halt kontinuierlich dann. Aber das ist das, was dann mal mathematisch der Sache am nächsten kommt. Es wäre schön, wenn es zeitdiskret wäre, ist es aber leider nicht. Das ist sowas, da müssen wir mit leben, dass wir jetzt ein analoges Signal im digitalen Rechner verarbeiten wollen. Und da passieren, das sehen wir dann bei der Vorverarbeitung, da passieren dann unschöne Dinge, die wir gerne anders hätten, aber nicht machen können. Jetzt gibt es das Ganze auch noch mal in echt. Also das ist das Computer, künstliche Modell in echt. Wie macht man das in echt? Man nimmt jeden her, Mund auf, Kamera rein. Dann sieht man schon mal das Bild. Jetzt ist es so, diese Stimmlippen, die schwingen ganz schnell. Also schneller als die Bildwiederholfrequenz, die wir da haben. Und schneller, als wir das auch mit dem Auge wahrnehmen können, die Bewegung. Jetzt will man das sichtbar machen. Was man dann macht, ist, man macht ein Stroboskop. Das heißt, man macht so eine Art Subsampling. Man hat also so Beleuchtung, dass man halt nicht jede Öffnung sieht, sondern dass man nur jede Ente Öffnung sieht, sodass man so eine Art Zeitlupeneffekt bekommt. Man ist sozusagen dann durch Beleuchtungstechnik geregeltes Runtersamplen der Bildwiederholrate in gewisser Weise. Und dann sieht das so aus. Da muss man halt aufpassen, dass man das Stroboskop richtig einstellt und dann kriegt man diese Schwingung. Und da sieht man halt, da wurde so versucht, ich glaube, warte mal, was stand da bei der Frequenz? 220 Hertz oder sowas? Also 300 Hertz, das ist also ein Ton mit 300 Hertz. Normalerweise würden die 300 Mal in der Sekunde schwingen. Und man halt durchs Stroboskop hat man es runtergeregelt, dass man halt so schön langsam sieht, wie das ausschaut. 300 Hertz ist, glaube ich, irgendwie sowas. Was ist das? 220 Hertz ist ein A? Ha? Steht das so im Video drauf? Ah, das stimmt, da steht FIS. Genau, fast ungefähr, ja. 220 Hertz ist, glaube ich, ein A und dann bei 300 Hertz. Und dann muss man so in Richtung FIS, glaube ich, so kommen, sowas in der Art. Ist, glaube ich, ein A, oder? 220 Hertz sind ein A. Genau, aber 220 halt auch wieder ein A. 440 ist, glaube ich, eingestrichenes A, oder? Irgendwie sowas. Also 220 Hertz ist irgendeines der gestrichenen A's. Ich glaube, ohne Strich. Aber ist auch ja. Also das Prinzip ist schon mal ungefähr klar. Und das ist eben das Prinzip der stimmhaften Sprache. Luft aus der Lunge gedrückt, Stimmlippen werden angespannt, durch den Bernoulli-Effekt fangen sie an zu schwingen, wird in idealisiert diskrete Impulse zerhackt. In Wirklichkeit ist es immer noch analog und mehr so eine Sägezahnkurve. Und diese Impulse durchlaufen dann den Vokaltrakt. Durch diese Impulse habe ich schon einen gewissen Grundton. Das ist ja das, was ich höre. Dieses A, der macht ja den Mund sperrangelweit offen. Der hat auch keine andere Chance, weil der hat eine Kamera drin stecken. Und dann wird zumindest schon mal dieser Grundton produziert. Aber das ist natürlich noch keine Sprache. Sondern diesen Grundton muss ich jetzt modulieren, verändern, dass daraus dann Sprachlaute werden. Und das ist bei stimmhafter Sprache der Fall. Und jetzt kann man sich überlegen, Menschen haben unterschiedliche Anatomie. Die Anatomie wird hier wohl eindeutig irgendeinen Einfluss darauf haben, mit welcher Frequenz die Stimmbänder schwingen. Also ich kann das regeln, indem ich die Stimmbänder anspanne oder lose mache, mit welcher Frequenz sie stimmen. Aber ansonsten regelt das natürlich auch andere Sachen. Und eine Sache, die wir dabei feststellen, ist, dass Stimmbänder mal länger und mal kürzer sind. Und das ist wie bei der Gitarre, wenn ich halt lange Saite habe, schwingt die eher mit tieferer Frequenz. Wenn ich eine kurze Saite habe, schwingt die eher bei so mehr oder weniger gleichem Luftdruck mit höherer Frequenz. Von der Anspannung her und von den Kräfteverhältnissen, die da herrschen. Und das ist der Unterschied zwischen einer weiblichen und einer männlichen Stimme. Männer haben in der Regel längere Stimmbänder, Frauen haben in der Regel kürzere Stimmbänder. Und deswegen sind weibliche Stimmen eher höhere Stimmlage und männliche Stimmen eher tiefere Stimmlage. Auch da gibt es natürlich Überlappungen. Wir sind ja auch nicht, die einen sind kleiner und die anderen sind größer, sondern das überlappt sich so. Aber so im Groben und Ganzen, wenn man diesen überlappenden Bereich wegfällt, gilt das. Hat irgendeiner eine Ahnung, warum das so ist? Warum haben Männer längere Stimmlippen als Frauen? Hat einen Grund dafür. Man sieht das auch, wir Männer. Hier sehen Sie unseren Kehlkopf. Sie sehen, dass der bei uns nach der Pubertät ragt der raus. Bei Frauen meistens eher weniger.
Es ist am Ende, also das ist die biologische Erklärung, ist am Ende läuft alles auf Testosteron heraus. Testosteron ist ein Hormon, das das Wachstum beschleunigt, befördert, und Männer haben halt nach der Pubertät, in der Pubertät bekommen sie höhere Testosteronwerte als Frauen und deswegen werden tendenziell Männer auch meistens größer als Frauen, weil mehr Testosteron, und genauso wachsen dadurch die Stimmbänder halt länger und der Kehlkopf drückt hier raus. Das ist der Grund, warum wir längere Stimmbänder haben. Wie heißt dieser Kehlkopf? Wie nennt man das im Volksmund, wie es so schön heißt? Was ist das? Das ist der Adamsapfel. Und das ist die zweite Erklärung, warum Männer längere Stimmbänder haben. Das ist die biblische Erklärung. Warum heißt der Adamsapfel Adamsapfel? Das ist der Bissen vom Apfel, dem Adam im Hals stecken geblieben ist, als er von der Frucht vom Baum der Erkenntnis geprobiert hat. Das ist sozusagen die Bibel. Deswegen heißt der Adamsapfel Adamsapfel. Da kommt das ursprünglich her. Aber heutzutage wissen wir halt, das hat was mit Testosteron und nicht mit Obstvorlieben zu tun. Und das sorgt dafür. Aber da ist jetzt eine wichtige Erkenntnis. Und das haben viele falsch. Viele denken hier Flöte, Oboe, Orgelpfeifen. Männer haben tiefere Stimmen, weil sie einen längeren Vokaltrakt haben und Frauen einen kürzeren. Nein, die Länge des Vokaltraktes, also wie weit es von hier bis da ist, hat auf die Höhe des Grundtones, dieser Grundschwingung, keinen Einfluss, sondern nur die Länge der Stimmbänder. Das ist das, worauf es ankommt, weshalb manche Stimmlagen höher sind und manche Stimmlagen tiefer. Und dann macht es natürlich noch anatomischen Unterschied. Manche können da in einem größeren Bereich anspannen und loslassen und die besser regulieren. Dann hat man einen höheren Stimmumfang. Dann kann man eher von ganz tief bis ganz nach oben variieren. Andere können das nicht so gut. Die einen werden halt Opernsängerer und die anderen müssen halt unter der Dusche singen. Das ist halt so. Im Gegensatz zu der stimmhaften Sprache gibt es auch die stimmlose Sprache. Bei menschlicher Sprache schwingen die Stimmlippen nicht immer. Für eine bestimmte Sprache schwingen sie, für andere Sprachen sind sie komplett lose und die Luft strömt einfach durch. Kann man relativ leicht feststellen. Hand dranlegen, dann merken wir nämlich, ob was schwingt. Wenn wir jetzt sagen, wieder unser M, merkt man, vibriert. Das ist offensichtlich stimmhafte Sprache. Das ist ein anderer Laut, das B, B, B. Das kann man nicht so schön langziehen. Das ist von der Art her, weil es da musst du raus. Aber wenn man B, B, da merkt man das ganz kurz, dass es stimmt. Und jetzt machen wir aus dem B ein P, ein P. Und dann merken wir, da schwingt nichts mehr. Und das ist der einzige Unterschied in der Art und Weise, wie wir ein B oder ein P produzieren, dass wir beim B die Stimmbänder mitschwingen lassen und beim P lassen wir sie nicht schwingen. Und das ist der Unterschied zwischen einem B und einem P. Das heißt also, neben der stimmhaften Sprache gibt es auch die stimmlose Sprache, bei der Luft aus den Lungen gepresst wird und die Stimmlippen schwingen nicht. Nur damit man irgendwas hört, weil wenn ich jetzt den Mund aufmache und keine stimmhafte Sprache mache, höre ich nichts. Damit ich da also irgendwas höre, muss an irgendeiner anderen Stelle, wie zum Beispiel beim P, vorne der Mund, irgendwas geschlossen sein. Damit irgendwas auf diesem an sich selbst nicht tönenden Strom irgendwas Vernünftiges drauf modelliert werden kann, das ich dann hinterher auch höre und als Sprache wahrnehme. Ein großes Kaviat, wir hatten jetzt die Lunge als Blasebalg, der Luft rausdrückt. 95-99% menschlicher Sprache funktioniert so. Die Lunge presst Luft raus und die Stimmlippen schwingen oder die Stimmlippen schwingen nicht. Aber wir Menschen sind halt sehr vielfältig und es gibt nichts, was es nicht gibt. Man kann also diesen Luftstrom, der ausgesandt wird für die Schallwelle, auch anderweitig herstellen, nicht durch die Luft. Wir machen das halt als Kinder oder so halt zum Spaß, aber nicht als Sprache, wenn wir irgendwie schnalzen. Da hat die Lunge nichts mit zu tun, wir hören aber was. Was passiert? Die Zunge formt halt irgendwo so einen Hohlraum und je nachdem, wie man es gelernt hat, wird der Hohlraum entweder größer gemacht und dann platzt er und dann wird Luft eingesaugt in dieses Vakuum, das ich da kreiert habe, in diese Vakuumblase. Oder man kann das auch anders machen, dass man einen Luftraum kreiert, so
mit der Zunge gegen den Gaumen und den, wie so ein Ballon, lasse ich den platzen, mache ich den zu und dann wird Luft rausgestoßen. Wir verwenden das im Deutschen zum Beispiel nicht für Sprache. Es gibt aber andere Sprachen, die verwenden das. Für die sind das Laute, die bei der Sprache verwendet werden. Es gibt einige afrikanische Sprachen. Was sprechen Sie? Ah, Mist. Sie kommen aus Kamerun, ja gut, das ist halt Französisch. Was gibt es denn in Kamerun alles? Kongo hat da sehr viel. Also wenn man so ein bisschen zu den subsaharische westafrikanische Sprachen gibt, da gibt es einige Sprachen, die das verwenden. Und Zulu ist zum Beispiel so eine Sprache, die viel mit Klicklauten arbeitet, wo also ich könnte nicht Zulu sprechen, ich kann das nicht produzieren. Oder halt Xhosa. Gibt es auch. Ja. Genau. Aber wie gesagt, es gibt also Zulu, Xhosa, ich kann das nicht aussprechen, geht nicht. Die machen das und das ist etwas, das kann man auf die Spitze treiben. Weil was die können hören, ob ich einen Klick mache, wo ich die Luft ausstoße oder ob das ein Klick ist, wo ich die Luft einsauge. Können die zum Beispiel unterscheiden. Das eine ist ein Ejektiv und das andere, ich glaube, Injektiv oder so ähnlich heißt das sogar. Kann ich nicht hören, habe ich als Kind nicht gelernt. Wir lernen das sehr jung, in sehr jungen Jahren, also wirklich in den frühen Lebensmonaten, lernen wir dieses Inventar an solchen Lauten, die wir wahrnehmen und unterscheiden. Und so ein Baby am Anfang kann ganz viel wahrnehmen und während es die Sprache lernt, verliert es relativ viel. Lernt es irgendwie implizit, das ist nicht wichtig, der Unterschied, also brauche ich das nicht wahrzunehmen und ich höre das nicht mehr. Und wenn man jetzt später so eine Fremdsprache sprechen will, eines, was immer schwierig ist, ist die Aussprache richtig hinzubekommen. Und das liegt einfach daran, dass wir nicht mehr unterbewusst die Phoneme lernen, diese Laute, sondern wir müssen das bewusst machen und das ist anstrengend und das ist schwierig hinzubekommen. Gut, für heute wissen Sie, stimmhafte Sprache, stimmlose Sprache und dann geht es weiter. Dann kann man anfangen, noch genauer die Sprache zu unterteilen, was es so sonst noch gibt, aber das schauen wir uns dann in Ruhe nächste Woche an. Dann Ihnen noch einen schönen Tag.